Einen wunderschönen guten Abend an euch. Hallöchen. Moin. Ja, es ist soweit. Wir haben es mal wieder geschafft, einen Stream zu machen. Ich hoffe, ihr seid gespannt drauf. Wir haben einiges zu zeigen. Und ja, ich bin nicht alleine. Ich habe heute Fires mit dabei, wie die letzten Male auch oft. Und auch Börik ist wieder mit dabei. Wir sind zu dritt heute. Hallo. Und genau. Ihr wollt vielleicht auch kurz Hallo sagen. Hallo, hallo. Genau. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Nur kurz zum Organisatorischen, wie immer. Wir zeigen euch gleich ein paar Neuigkeiten. Und wir machen es so dabei, dass ihr gerne immer Fragen stellen könnt zu den Dingen. Wartet vielleicht, bis wir die Sachen fertig erklärt haben. Vielleicht werden die Fragen dann schon beantwortet, die ihr habt. Und wenn nicht, dann stellt die bitte im Chat zu dem Thema, über das wir gerade reden. Mit Hashtag FragHS. Dann kriegen wir die Fragen auch, wenn die schon im Chat weggespammt sind, rausgezogen und können die nacheinander abarbeiten. Genau, aber gerne immer zu dem Thema, über das wir gerade reden. Je nachdem, wie lange das Ganze geht, können wir auch, wenn wir da noch Zeit haben, hinten dran nochmal eine kleine Fragerunde über allgemeine Themen machen, die wir vielleicht noch nicht im Stream gerade hatten. Und ja, genau. So sieht's aus. Und ja, wenn Fires und Börik sonst nichts haben, würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja. Genau. Wir haben es ja schon in der Ankündigung geschrieben, auch im Titel steht's. Thema heute wird sein das neue Inventar. Wir haben es ja dann damit auch eben schon angekündigt, dass es ein neues Inventar geben wird. Ich gehe dann auch direkt mal ins Spiel und dann gucken wir uns das Ganze an. Ich habe gerade gesagt, wir stellen Fragen zu dem Thema, was wir euch gerade zeigen. Das Thema, was wir euch gerade zeigen, ist Inventar. Deswegen gerne jetzt Fragen zum Inventar, wenn wir es gezeigt haben. Fragen wie, wie geht es weiter mit HS und wie weit sind wir im allgemeinen Konzept? Das können wir hinten dann gerne machen, aber das ist ja nicht zum Thema Inventar. Ja? Das nochmal zum Organisatorischen. So, jetzt habe ich auch schon genug gemeckert. Wir schauen uns das Ganze an. Der erste Eindruck ist, glaube ich, das Wichtigste und Fires kann uns zu dem Ganzen ein bisschen was erzählen. Ja, also wir hatten immer einige Probleme mit dem Inventar. Wir haben jetzt so als einige Sachen angeguckt, auch so wie es in aktuellen modernen Spielen ist. Auch, dass wir jetzt die Inventartaste auch mal von I auf Tab geändert haben. Einfach weil, wenn man mal mit zwei Händen spielt, die eine ist bei WASD, die andere an der Maus, ist I jetzt gerade nicht wirklich leicht zu erreichen. Das ist jetzt alles auf Tab. Und damit kommt auch noch eine andere Neuerung mit rein, dass es das GTA-Waffenrad bei uns gar nicht mehr geben wird. Da komme ich dann gleich nochmal zu, warum es das nicht gibt und wie es jetzt quasi besser ist. Oder unserer Meinung nach besser ist. Also jetzt auf jeden Fall mit der Rasteransicht, mit den Icons, auch wenn das natürlich jetzt noch viel Arbeit wird, die ganzen Icons zu machen, für die meisten Sachen zumindest, sieht es einfach besser aus, gibt noch ein bisschen anderes Feeling, als wenn man überall nur Text stehen hat, dann ist der USB-Stick halt auch mal ein USB-Stick und kein Text mehr. Und platzmäßig war es auch immer irgendwann ein bisschen problematisch. Genau, wir können ja mal zeigen, welchen Vorteil das so auf den ersten Blick mit sich bringt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über eine Waffe hovern, nehmen wir jetzt mal die Pistole, kann man halt und das nutzen wir jetzt auch, den einzelnen Sachen halt eben nochmal eine kleine Beschreibung geben, wo man jetzt nochmal genau sieht. Anzahl, Gewicht, Seriennummer verkratzt. Das deutet vielleicht auf ein weiteres System hin, wo wir später mal drauf eingehen. Munition 0, da gucken wir uns gleich noch was an. Und keine Beschreibung verfügbar. Genauso kann man halt Items teilweise auch Beschreibungen geben. Bei der Pizza sieht man jetzt zum Beispiel das MHD mit da drin, wenn man dann rüber hovert. Und genau, sieht man auch rechts oben, ja. 3T, 3 Tage ist das noch haltbar. Genau, unten die Anzahl ist immer, wie viele davon habt. Das heißt, ihr könnt einfach reindrücken, könnt jetzt 1 eingeben und dann kann ich mir das zum Beispiel splitten. Das ist ganz simpel. Und ja, ich kann auch das Item weitergeben, mal zeigen. Es sei denn, du willst das erst später zeigen, Fires, aber ich glaube, das kann man jetzt direkt mal machen. Ja, ne? kannst du ja schon machen. Das ja. Kennt ihr, glaube ich, einfach Steuerung gedrückt halten, rüberziehen und ihr packt es demjenigen halt rüber. Ne? Genau. Und mit Geld ist es natürlich das Gleiche, das ist ziemlich wie früher, ne? 1 Dollar gebe ich ihm jetzt rüber. Das ist ganz innovativ. Genau. Dann, was wir uns da auf jeden Fall angucken können, ist
Dokumente zeigen wir später, denke ich mal, oder gleich. Aber was das noch für einen Vorteil mit sich bringt, ist, dass das Waffenrad eben abgeschafft wurde. Da ist es jetzt so, ihr seht ja die Slots, 1, 2, 3, 4, ich weiß gar nicht, bis wie viel geht es, Fires? Das sind die ersten 5, Alter. Die ersten 5, ne? Die ersten 5 hier oben sind quasi gleichzeitig eure Hotkey-Leiste. Das heißt, auf 1 habe ich die Pistole, auf 2 das Wasser, auf 3 die Pizza. Und wenn ich jetzt rumlaufe und eine 1 drücke auf meiner Tastatur, dann ziehe ich das, was auf der 1 liegt. Wenn ich jetzt die 1 wieder drücke, dann stecke ich es weg. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 3 drücke, auf der 3 lag die Pizza, ne? Genau. Wenn ich jetzt die 3 drücke, dann esse ich eben meine Pizza. Das heißt, es kann sich jeder so gesehen belegen, wie er möchte. Jetzt habe ich das Messer hier. Da kann ich natürlich Rechtsklick ausrüsten machen. Dann habe ich es in der Hand. Ich kann es aber auch einfach auf die 3 ziehen und dann einfach mit dem Hotkey rausnehmen und wegstecken. Genau, also quasi man kann alles auf die 1 bis 5 legen und das benutzt man dann einfach. Kann man halt die ganze Zeit sein Essen drin haben oder dann später als Polizist, Taser, Waffe und alles, wird dann weiterhin alles Items bleiben. Genau, ich wollte gerade zeigen, welchen Vorteil es tatsächlich hat. Am Beispiel des Polizisten, ich glaube, es kennen ganz, ganz viele, die PD spielen. Man ist vielleicht gerade am Sprinten mit einer Waffe in der Hand, möchte jetzt auf den Taser wechseln und müsste dann so diese komischen Affengriffe machen mit auf das Waffenrad bei GTA. Das fällt halt weg, weil ich meinen Taser jetzt auf 2 habe, kann im Laufen wechseln. Und kann dann tasern oder halt, wenn irgendwas ist, auf die Schusswaffe mit 1 wieder wechseln. Das ist was, wo das halt wirklich Sinn ergibt. Oder halt eben, wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht Crime spiele und zwischen Messer und Waffe AK irgendwie im Laufen oder AK wechseln möchte, dann geht das halt wesentlich simpler, ne? Genau. Genau. Also da fällt mal dieses Waffenrad aus Versehen irgendwas anderes ziehen weg. Und man hat da gleichzeitig auch ein Hotkey. Ich meine auch, dass GTA auch Hotkeys hatte. Mit 1 bis sonst noch was, glaube ich. Aber das war, glaube ich, man konnte jetzt nicht sagen Elektroschocker und Pistole. Das war, glaube ich, alles der gleiche Slot, weil das eben in diesem Pistolen-Slot war. Ja. Genau. Ihr seht, Elektroschocker hat zum Beispiel noch kein Bild. Das ist halt ein riesiger Aufwand für jedes Item ein Bild zu machen. Deswegen haben einige Sachen noch keins. Das wird bis wir dann live sind natürlich soweit fertig sein. Wobei auch einige Sachen zum Beispiel Beispielbilder haben werden. Also das, da müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Aber, ja, also zum Beispiel die Inneneinrichtung. Also das werden wir nicht hinbekommen über 1000 und wir werden die auch nochmal überarbeiten wahrscheinlich. Da alles abzufotografieren oder so, das ist einfach nicht. Dann gibt es halt Kategorie-Items. Es wurde aber auch gerade nochmal gefragt mit dem, was ja auch mit das Problem war. Aktuell war es immer so, habe ich eine Waffe ausgerüstet, dann ja, hatte ich leeres Gewicht, die hat kein Gewicht genommen, genauso wie irgendwelche Werkzeuge, Angelruten, sonst noch was. Das wird jetzt weiterhin dann Gewicht nehmen, deswegen werden wir dann wahrscheinlich auch die Gewichte dann nochmal anpassen dementsprechend, weil es jetzt dann plötzlich mehr drin ist. Genau, also dass das dann auch einfach nicht plötzlich verschwindet. Genau, richtig. Also dieser Slot, so gesehen, mit diesem Ausrüsten, wo es dann weg war aus dem Inventar, aber irgendwo noch da war, den gibt es so gesehen halt nicht mehr. Ne? Also es ist halt immer im Inventar das Messer. Ich drücke jetzt 3, benutze es, oder hätte halt auch Rechtsklick benutzen können, und es ist halt im Inventar und in meiner Hand. Das ist halt weg, dass es quasi diesen anderen Slot drüber rutscht. Und das Gewicht bleibt halt dementsprechend die ganze Zeit da. Mhm. Genau. Aber wir wollen nicht, dass man dadurch jetzt weniger mit sich trägt, deswegen wollen wir halt das Gewicht nochmal anpassen hinsichtlich dessen, dass es halt ein bisschen leichter wird oder man mehr mit sich tragen kann. Genau, aber grundsätzlich wurde sich ja gewünscht, dass wir überhaupt die Gewichte mal durchgehen bei allen Sachen und das ein bisschen anpassen. Ja, es wurde auch gerade nochmal gefragt, ob es einen Hotkey gibt, um die Waffe wegzustecken. Das ist, gibt es keinen speziellen Hotkey, es ist einfach immer die gleiche Waffe nochmal benutzen. Wenn man sie ausgerüstet hat, dann steckt man sie weg. Genau. Also jetzt aber man die muss 3, seine Waffe auch, das kann man vielleicht auch sagen, das hattest du beim Elektroschocker gezeigt, man muss die Waffe jetzt nicht im Inventar oder in 1 bis 5 haben. Man kann auch einfach sein Inventar öffnen und dann benutzen machen. Ist dann natürlich nicht so handlich. Aber vielleicht, wenn du mal auf dem Item rüber hoverst, sieht man vielleicht auch mal links unten nämlich auch noch eine neue Sache. Und zwar einmal Shift-Rechtsklick und da kannst du es jetzt nicht machen. Vielleicht klickst du mal kurz auf Spieler und auf mich. Ja. Und dann, wenn du nochmal hoverst, dann siehst du da jetzt noch ein bisschen mehr. Also man kann jetzt einfach mit Shift-Rechtsklick direkt ein Item einmal benutzen. Zum Beispiel kann ich schnell irgendwie essen oder auch mit Control rechte Maustaste in Ziel verschieben, also in die rechte Seite dann letztendlich. Genau. Und das ist ja nicht nur ein Spieler, sondern das kann ja auch das Lager sein oder der Mülleimer oder so, ne?
Genau. Ja. Und weil jetzt eben diese Multiselection rausgefallen ist, macht das quasi genauso viele Klicks letztendlich. Ja. Also ich musste davor ja auch immer eine Anzahl eingeben oder alles. Ich hab dir jetzt mal ganz schnell 5 Sachen rübergegeben. Genau. Müsstest du mir nur wiedergeben, weil ich das vielleicht doch bräuchte. Genau, aber genauso könnt ihr halt über diese Geschichte jemanden, sag ich mal, schnell viel rübergeben. Oder ihr könnt natürlich, wenn ich ihm jetzt meinen Elektroschocker geben will, oder das Wasser, wenn ich ihm jetzt wieder zurückgeben, kann ich auch Steuerung gedrückt halten, Legestick und es ihm so wieder auf den Spieler draufziehen. Das funktioniert halt auch, diese 3D-Selection, ne? Krieg ich mein Messer nochmal wieder? Ja. Was ich vielleicht auch mal neu zeigen kann, weil wir waren auch, was viele Sachen angeht, auch ein bisschen begrenzt vom alten Inventarsystem, weil es einfach nie dafür so ausgelegt wurde, aber jetzt können wir ein bisschen mehr machen und auch coolere Sachen, und wir zu dem anderen Punkt mit den Dokumenten komme ich auch dann nachher gleich nochmal, warum wir das jetzt anders gemacht haben, aber ja. Vielleicht eine Sache, die so FD-Spieler und vor allem das PD, zumindest die Detectives wahrscheinlich auch ein bisschen kennen, ist so, dass Detective-Menü, diese Beweismitteltasche, wenn man irgendwo eine Kugel gefunden hat, dann gibt es irgendein F3-Menü versteckt und dann muss man es über das F3-Menü verschieben und so weiter. Genauso wie bei den Polizisten, alles irgendwie im Menü. Und zukünftig wird es jetzt so sein, dass einfach alle Beweismittel ein Item sind, bringt auch dann den Vorteil, dass einfach irgendwelche Leute, nachdem die Polizei vielleicht an irgendeinem Tatort war, die einfach irgendwie hochnehmen könnte und alle Beweise mitnimmt und die dann vernichten lässt, dann sind die Beweise plötzlich weg. Es ist jetzt alles, wir schauen aktuell jetzt, dass wir komplett alles als Item machen, zum Beispiel auch die, wobei die Unternehmensanträge waren auch vorher schon ein Item, aber wir schauen da eben einfach, dass das gerade möglichst viel ein Item wird, damit diese F3-Menüs und F2-Menüs ein bisschen weniger werden, weil die wurden mit der Zeit irgendwann ziemlich groß. Aber ich kann hier zum Beispiel mal ein Beweismittel aufsammeln, wir vorhin mal geschossen. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns überhaupt dazu entschieden haben, ein neues Inventar zu machen, weil wir halt für so Sachen halt die Freiheiten brauchten, ne? Es hat halt einfach nicht reingepasst ins Alte. Genau, und natürlich zusätzlich zum Vibe, wenn sich alles ändert, das sind natürlich viele grundlegende Änderungen, die wir da auch machen, die natürlich sehr schwer umsetzbar sind, wenn man quasi nicht irgendwelche Item-Vibes oder sowas macht zum Beispiel auch. Genau, sonst gib mir doch jetzt mal eins rüber. Also du musst erstmal einen Beweis sammeln, ne? Naja. Genau, solange würde ich vielleicht mal kurz, während du den sammelst, ein Wort zu verlieren zu der Kleidung, weil einige haben es schon gesagt. Das ist ein separates System, was wir in einem anderen Stream im Detail dann auch eben zeigen werden. Nur kurz einmal angeschnitten, ihr seht es hier, das ist alles noch, übergangsweise hier. Da steht überall mehr blaues gestreiftes Hemd. Die Kleidung wird später auch in Items so gesehen unterwegs sein. Und ihr könnt die dann einzeln aus- und anziehen und weitergeben als Item etc. Das war eine Sache, wo wir ganz, ganz lange überlegt haben, ob wir das machen, weil das ein riesiger, riesiger Aufwand ist. Auch eben mit den Vorteilen vom alten System, die wir hatten, mit erstmal Outfits speichern kann und so. Und da haben wir gesagt, wir machen es. Das ist dann natürlich jetzt auch hier im Inventar schon eingepflegt, zumindest der Vorreiter von dem. Man sieht, wo es drauf hinausläuft. Und das Detail zeigen wir euch aber dann, wenn es soweit ist. Das ist in ein paar Wochen dann, denke ich mal. Das läuft gerade im Hintergrund. Genau. Damit ihr euch nicht wundert, was das hier ist. Ja, ich kann es gerade leider nicht aufheben, weil ich die Bescheinigung dafür nicht habe. Vielleicht könntest du oder Börek kurz mal. Ich glaube, Börek hat gerade kurz Zeit, kann mal PD Duty gehen und mir die mal ausstellen. Dann kann ich das dann gleich zeigen. Vielleicht kommen wir dann auf. Wo man Dokumente so lange? Genau. Ja. Ja. Also, das ist ja auch ein Punkt, was aktuell im F2-Menü ist: Personalausweis, Führerschein, irgendwelche Lizenzen, Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugschein. Alles irgendwo in irgendwelchen Menüs und man muss ins Menü, um das irgendwie zu zeigen. Und jetzt ist es grundsätzlich wie ein Item, nur dass man es nicht wirklich weitergeben kann, mit der Ausnahme der Fahrzeugschlüssel. Also kannst du jetzt quasi mal ein Perso oder einen Führerschein einfach auf mich ziehen und dann zeigt er mir ihn. Also wenn ich den jetzt so rüberziehe, dann sieht er den Führerschein genauso wie wenn ich damals mit F2 Dokumente Personalausweis vorzeigen und dann hat er ihm ja immer denjenigen, der am nächsten stand, gezeigt. Genauso ist es jetzt halt eben, dass ich einfach meinen Ausweis nehme und den halt auf die Person, wo ich es zeigen will, rüberziehe und derjenige sieht ihn dann. Also es ist nicht mehr mit dem, in der Fahrzeugkontrolle beim PD zum Beispiel, kannst du mal kurz beiseite gehen, ich will den Ausweis sehen oder bekommen oder so. Das fällt halt weg. Oder Führerschein genauso, ne? Das kann ich halt jetzt auch rüberziehen und ich kann mit Rechtsklick selbst ansehen auch, ne?
Genau, das selbst ansehen kann man dann auch, wenn jemand in der Nähe war, das ging vorher auch nicht. Da wird auch später, oder ist auch jetzt schon so, aber du bist in keiner Fraktion und so, da wird auch die Polizeimarke angezeigt, da wird auch die alle Fraktionszugehörigkeiten, also die Dienstausweise werden da angezeigt, auch wenn man nicht im Dienst ist, wenn man es einfach dabei hat. Eine Sache, die man hier weitergeben kann, was auch sehr kompliziert war, immer mit den Fahrzeugschlüsseln und Haustürschlüsseln, jetzt hast du kein Haus, aber du könntest mir zum Beispiel mal einmal den Fahrzeugschlüssel da geben. Ja, ich habe jetzt 4 Fahrzeugschlüssel noch über, weil ich für meinen T20 noch eben keinen vergeben habe. Jetzt nehme ich diese Fahrzeugschlüssel, ziehe den auf ihn rüber und habe den weitergegeben. Du hast ihn dir selber gegeben. Echt? Oh, ich habe ihn. Ich bin dumm. Ich habe ihn auf mich selbst gezogen, ja. Genau, jetzt habe ich ihn dir gegeben, genau. Ne? Und jetzt habe ich nur noch 3 Stück. Genau. Da steht halt auch drin, Anzahl 3, Modell, Hersteller. Hersteller steht zweimal drin. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, Feiers. Ja. Und da genau, steht halt eben dann auch die Erklärung, auch, wie man es macht. Ne? Das ist vielleicht auch ganz gut, dass man Sachen, die früher in einem Wiki erklärt waren, so Erklärungen können wir jetzt bei anderen Sachen auch teilweise im Inventar direkt auch für neuere erklären. Oder falls man nicht mehr weiß, wie es war, wie es geht, ist direkt da drin. Und jetzt hat er mir den Schlüssel zurückgegeben und jetzt habe ich wieder alle 4 für mein Auto. So simpel ist es letztendlich. Und genau, natürlich, das Gleiche mit Haustürschlüssel. Ja. Genau, und natürlich kann man auch immer das Schloss umbauen lassen, dann hat man ein neues Schlüsselset, falls irgendjemand den einem nicht wiedergibt oder so. Das ist klar, aber das erstmal nur zu dem Thema. Fahrzeugschein kann ich genauso vorzeigen, kann ihn mir selbst auch anzeigen lassen halt hier. Und was sich geändert hat, die Polizeispieler werden sich jetzt vielleicht wundern, eine Sache haben wir wieder rausgenommen, das ist das mit dem Ausweis übergeben. Es war ja so, dass man jetzt damals den Ausweis den Polizisten gegeben hatte und selber nicht mehr hatte, hat aber auch zu vielen Problemen geführt. Warum haben wir das Ganze gemacht? Wir haben das damals eingeführt gehabt, eben weil der Polizeispieler ja quasi sagt, geben Sie mir mal Ihren Ausweis und dann geht er kurz weg. Und dann hat der Spieler aber vergessen, wie der andere hieß und denkt so, aber eigentlich hätte man schon noch den Ausweis, weil man manchmal ein bisschen länger auf den Namen lesen muss. Deswegen ist es jetzt so, dass wenn ich den Ausweis Fires zeige, ich weiß, Fires, kannst du mir mal deinen Ausweis zeigen? Das mit dem Ausblenden, das kann ich dann ja auch mal zeigen. Genau. Ja, es ist auch noch nicht implementiert, aber es ist ja, genau, die Idee natürlich noch. Es ist jetzt die Idee, wenn der Ausweis gezeigt wird, wird der dauerhaft angezeigt, bis ich eben auf Ausblenden drücke und dann ist er erst weg. Und nicht nach jetzt, ich glaube aktuell sind es irgendwie 7 Sekunden oder so. Also ich muss aktiv auf Ausblenden drücken und dann ist er halt erst weg. Das heißt, als Polizeispieler kann ich den eigentlich in der Kontrolle die ganze Zeit eingeblendet lassen, weil ich ihn dann so gesehen die ganze Zeit auch griffbereit habe, wenn der Spieler ihn mir RP-technisch gegeben hat. Und es kommt nicht zu diesen komischen Diskussionen von wegen, ach, wie war das nochmal und so weiter. Genau. Genau. Ja, also die Leute, weil die Frage auch kam, wenn ich quasi den Schlüssel nicht wieder zurückgegeben hätte, hätte ich ihn auch jemand anderen geben können. Das Einzige, was derzeit so ist und wahrscheinlich auch so bleiben wird, ist, dass ich immer nur einen Waldschlüssel haben kann. Ich kann jetzt nicht mehrere haben und ich bekomme 3 und kann die dann weiterverteilen. Ich habe immer nur einen Zweitschlüssel und den kann ich dann weiterverteilen. Und auch die andere Frage noch, die maximal 3 Zweitschlüssel, die es derzeit noch gibt. Das sind noch Sachen vor dem Vibe. Ich weiß aber auch nicht, ob wir da noch was ändern. Aber ja, das wird dann wahrscheinlich noch eine andere Diskussion dann sein. Genau. Ja, das haben wir dann soweit gezeigt. Überleg halt, ob wir hier noch was hatten, was wir zeigen wollen. Munition müssen wir gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen. Das ist noch ein Punkt. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Beweis ist. Kannst du den jetzt aufheben? Ja. Okay, dann zeig erstmal den Beweis. So, jetzt habe ich den Beweis bekommen und da sieht man es auch schon, das sind jetzt Hilsen, Beweis mit der Nummer dahinter so gesehen, die interne beim PD, Anzahl einmal Hilsen, Identifikationsnummer, asserviert von wem, asserviert am und Notiz. Da kann man dann auch mal Rechtsklick machen. Genau, Beschreibung ändern, ne? Oder auswerten, genau. Was soll ich machen? Auswerten nicht, nee. Beschreibung ändern und dann kann ich jetzt schreiben, Schießerei in der Gambo Grove. Genau, also man könnte es nachher nachhinein noch anpassen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder das doch vielleicht umbenennen möchte. Bevor das ins System kommt, kann man das dann nochmal ändern. Genau, und hier kann ich jetzt zum Beispiel reinschreiben, wie ich will. Schießerei, Gambo Grove, Kugel hinterm Sultan, er ist pink, dass man so ein bisschen sich gleich Notizen hier reinmachen kann, in die Beweise, dass das auch wirklich nicht untergeht und so weiter. Ja. Genau.
Und auch zum Auswerten, dass wenn dann auch nur die PD-Spieler gehen, das war dann ja auch immer so ein Menü, auswerten, hin und her und ins, ich weiß gar nicht selber, wie es ging, aber jetzt ist es einfach so, dass man das Item benutzt. Das ist ja dann hier eben die Default-Aktion, also auswerten. Und wenn ich dann in der Nähe, aktuell ist es immer aktiv, aber irgendwann später dann natürlich in der Nähe vom PD-Labor, kann ich es dann auswerten und dann kommt es ins System entsprechend. Hm. Ja, zum Thema ausgeraubt werden, die Dinge aus Dokumente, verbessere mich, wenn ich es falsch sage, können nicht ausgeraubt und abgenommen werden. Genau, alles ja. Da drin sieht kein anderer. Ich weiß nicht, auf deinem Fahrzeugschlüssel, du hast deinen Sultan nicht angemeldet, ne? Also, nee. Also wenn, weil die Frage auch kam, wenn das Fahrzeug angemeldet ist, dann steht sowohl bei dem Schlüssel, auch beim Zweitschlüssel und natürlich auch beim Fahrzeugschein, der dann daneben ist, neben dem Schlüssel, steht dann das entsprechende Kennzeichen auch mit dabei. Solange es auch ein Kennzeichen natürlich hat. Genau. Dann die Anzeige hier in der Mitte, das ist, ich weiß gar nicht, ist das die Gesundheitsanzeige noch? Ja, ne? Das ist die Gesundheitsanzeige, ja. Die ist jetzt halt noch nicht drin, aber das ist natürlich eine alte die Gesundheitsanzeige da halt dann noch, ja. Genau. Und, ja. Munition, wolltest du mir dazu was zeigen? Ja, wir können einmal, du könntest mal vielleicht deine Waffe wegschmeißen. Und wir können gleich zum Ammunition mal gehen. Machen wir. Achso, vielleicht ist das ganz interessant, wenn ich auch die Tasche nochmal zeige, hier den Rucksack. Ich pack mal die Tasche, die Waffe da rein. Genau, den sieht man aktuell nicht, weil wir die Mod-Sachen auch teilweise überarbeiten. Aber mit dem Rucksack ist es auch so. Ihr seht ja, dieses alle Markieren gibt es nicht mehr. Auch da ist es quasi so, dass es über Steuerung Rechtsklick geht und ich dann einfach mit zack, 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 zack die Sachen so rüberhau. Das geht fast genauso schnell wie damals das alle markieren. Ich finde es sogar angenehmer, weil man da drin noch selecten kann, falls man mal eine Sache auch nicht rüberpacken will. Genau. Welchem Ammunition gehen wir dann? Ich bin an dem beim Taxi bei der Gang da. Und wenn man dann unseren Rucksack dabei hat, dann sieht es halt später so aus. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass er auf dem Rücken hängt. Der ist halt optisch noch nicht drin, weil wir auch die ganzen Mods und alles überarbeiten, ne? Die ganze Kleidung. Aber so sieht es halt aus, wenn man jetzt unterwegs ist mit dem Rucksack, so gesehen auf dem Rücken. Und ich weiß gar nicht, da ist zu viel drin, als dass ich ihn jetzt ins Inventar ziehen könnte. Aber dann wäre er quasi geschlossen, wenn er hier im Inventar drin ist. Und dann, wenn ich ihn quasi wieder anlege, dann ist er hier offen. Genau. Mülleimer kann ich auch nochmal kurz rübergehen. Und dann würde ich mich gleich zu dir porten, Fires. Ich kann dich sonst auch gleich zu mir porten. Genau, ich gehe mal zum Mülleimer, wie das aussieht. Da seht ihr dann halt hier eben den Müll. Und ihr seht jetzt hier hinten den Rucksack. Da kann ich auch hin und her switchen. Dann sehe ich hier meinen Rucksack. Und hier hinten immer noch den Müll. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich meinen Rucksack auf habe, Dinge aus dem Rucksack in den Müll ziehen. Oder halt hier rübergehen, Dinge aus dem Inventar in den Müll ziehen. Oder kann halt vom Mülleimer weggehen. Dann ist es wieder per Default hier meine Hosentasche und hier mein Rucksack, wo ich hin und her switchen kann. Genau. Dann kannst du mich porten. Ja. Kann man Waffen aus dem Rucksack heraus equippen? Ich denke, das sollte gehen, ne? Nee, man muss es immer muss in der Hosentasche haben. Sein, ne? Genau, das geht nicht. Okay. Habe ich auch noch nie getestet gehabt. Muss immer in der Hand sein. Ja, du kannst hier mal zum, dann sieht man auch den Shop. Hey. 24/7, da gibt es aktuell noch nicht so viele Items. Aber das ist jetzt der normale 24/7 Shop und ich sehe gerade, dass ich wahrscheinlich möglicherweise den Internet-Server neu starten müsste, weil ich muss wahrscheinlich kurz was machen, damit man da zwei andere Sachen sieht. Ja, sonst startet ihr noch gleich mal neu. Dann können wir gleich vielleicht in der Zeit ein bisschen Fragen beantworten, aber soll ich kurz mal schon mal was kaufen? Ja, du kannst mal was kaufen, ja. Wie ist denn das? Wie kaufe ich denn das? So, einfach reinziehen oder auch die kann ich nicht ziehen gerade. Doch. Ich habe keine gültige Waffenlizenz. Jetzt geht's, genau. Ich brauche eine Waffenlizenz dafür. Jetzt habe ich einen temporären Waffenschein erhalten. Kann ich mal in meine Dokumente gucken, dann sehe ich den auch. Das ist mein temporärer Waffenschein. Und mit dem kann ich dann jetzt wahrscheinlich auch mal einen Billardkill kaufen. Warte mal, wie war das? Steuerung Rechtsklick? Bin zu weit entfernt, Fires. Da müssen wir gleich nochmal schauen. Ich muss sowieso neu starten. Ah ne, ich war auf Dokumente. Ich musste auf Hose sein. So, jetzt habe ich den durchgekauft. Und jetzt habe ich ihn auf 5.
Und kann ihn halt auch gleich mit dem Hotkey rausholen. So. Genau, dann, habt ihr noch was anderes zu erzählen? Oder dann würde ich das aber gleich mal kurz neu starten, dass da ein paar Sachen im... Du startest neu und wir machen Fragen im Chat. Genau, würde ich sagen. Genau, das machen wir so. Kann man dem Schlüssel auch eine Beschreibung geben? Damit ist wahrscheinlich der Autoschlüssel gemeint, ne? Dem kann man aktuell keine Beschreibung geben. Nee. Waffenschein für Messer. Ja, Björk, willst du ein bisschen was dazu sagen, wie das mit Waffen aussieht oder an anderer Stelle? Ich glaube, deswegen startet gerade Fires den Server neu, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Was er zeigen ja, wollte? Wegen der Waffen. Ja. Genau. Okay, dann erklären wir das gleich. Also mit dem Messer, ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob das gewollt war, dass man für ein Messer eine Waffenlizenz braucht. Nee. Es ist das, nicht gewollt. Genau. Das wird dann so nicht sein. Also, gehen wir mal kurz zu den Fahrzeugschlüsseln zurück. Genau. Fahrzeugschlüssel ist auch wie jetzt, wird auch genauso gleich bleiben, beziehungsweise wie bevor der Server ausgegangen ist. Verkauf den Fahrzeug weiter, kannst du entweder alle drei Ersatzschlüssel weitergeben, weil du ja so ein schlauer Bursche warst und die aufbehalten hast. Oder du sagst, hey, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Schlüssel sind. Vielleicht lässt du die Schlösser wechseln oder der Verkäufer lässt die Schlösser wechseln oder wer auch immer. Und dann wird das ganze Schlüsselsystem praktisch einmal resettet. Und alle drei Ersatzschlüssel sind wieder da und die alten sind ungültig. Je nachdem, wie man spielt. Ja. Dann war noch eine Frage mit dem Handy, habe ich irgendwo gesehen. Das Handy bekommt keinen extra Slot, das bleibt auf hoch und runter, wie auch jetzt schon. Wir wollen nicht, dass das Handy jetzt noch extra, dass ihr eine 5 drücken müsst, sowas ist hoch, runter und dann die schnell ans Telefon, Bild hoch, Bild runter. Bleibt gleich. Lagermöglichkeiten, da können wir auch was sagen. Es wird mehr Lagermöglichkeiten geben, in Form von Nord-Süd-Lager, extra Lager für Möbel und ein weiteres Lager im Haus, ein mini weiteres Lager im Haus. Jetzt kommen wir die Fragen da rein. Genau, ich gehe gerade mal ein bisschen los. Die älteren Fragen durch. Hm? Ich habe hier nämlich gerade die FKS-Seite offen. Eben war nämlich die Frage, wie das ist mit Polizisten, ob die dann auch Handschellen oder Alkoholtest und Drogentest als Item haben, damit man es halt auch Bestellzugriff hat, so gesehen im Inventar. Es ist der Anspruch, dass wir schauen, möglichst viele Dinge aus diesen F2, F3 Menüs rauszubekommen, wo es eben praktischer ist. Ich persönlich habe auch gesagt, Handschelle wäre eigentlich so ein Ding, wo es schon sehr geil wäre, wenn man das als Item hätte quasi und das auch Schnellzugriff hätte. Ist aber noch nicht fertig, ist aber bei uns schon im Hinterkopf. Und genauso sehe ich es halt sinnvoll für so einen Drogentest irgendwie oder so, dass man das auch vielleicht als Item hat und dann hinten aus dem Kofferraum im Streifenwagen holt, wenn man es eben braucht. Da muss man ja auch nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Und ja, genau. Da schauen wir halt, bei welchen Sachen das eben sinnvoll ist, das auszugliedern aus den Menüs und da reinzupacken. Genau. Und ja, auch die Gewichte schauen wir uns an, auch diese Geschichte halt mit der Polizei, weil die hat natürlich dann mehr Sachen als Item mit sich rumschleppen, als das Gewicht im Waffenrad damals. Da muss man mal gucken, ob man dann mit der Uniform beim Dienst gehen ein bisschen mehr Platz im Inventar kriegt oder so. Das sind alles Sachen, die schauen wir uns an. Keine Sorge, haben wir im Kopf. Ich habe hier noch eine Handyfrage. Das Handy wird kein zusätzliches Gewicht wegnehmen. Wir überarbeiten auch nochmal alle Gewichte von allen 390 Items, die wir im Moment noch haben. Das werden noch ein paar mehr wahrscheinlich. Aber wir werden alle Gewichte nochmal angeben und es wird nicht schlimmer als jetzt, sondern es wird eher besser und ihr habt eher mehr Platz. Ja. Fühlt euch bitte nicht ignoriert, wenn ich keine Fragen zum Kleidungssystem beantworte. Das wollten wir eben, wie gesagt, nochmal kurz anschneiden. Das ist, was in die Richtung geben wird, weil man es halt eben da drin jetzt auch sieht. Aber die Fragen dazu und wie das aussieht, beantworten wir dann dazu, wenn wir in den nächsten Wochen das Kleidungssystem zeigen. Dann natürlich auch ein paar Sachen erklären, dann beantworten sich schon Fragen und wenn ihr dann noch welche habt, dann stellt sie dann gerne. Aber da würde ich jetzt was vorwegnehmen und spoilern über Dinge, die auch gerade noch in der Entwicklung sind. Falls gib du mir mal bitte Bescheid, wenn ich wieder connecten kann. Oh ja, shit. Hm. Also kann ich mal starten, ich muss vorher nur mal kurz gucken. Ja. Dass jetzt alles klappt. Und dann würden wir noch ein paar Fragen durchgehen. Vielleicht kann ich schon mal erwähnen, was wir uns gleich noch angucken nach dem Inventar. Das wird gleich noch eine Sache sein in Richtung Funk. Funk für Zivilisten, beziehungsweise auch Crimler.
in einem fairen Ausmaß. Gucken wir uns gleich im Detail noch an. Genau. Aber erstmal noch Fragen zum Inventar. Birk, hast du noch was? Ich guck gerade. Das, was Vanguard geschrieben hat, das wäre eine gute Idee für Discord und Vorschläge. Das muss man natürlich dann immer gucken. Sonst schreibt natürlich jeder mit dem gekauften Messer gleich wieder Küchenmesser rein. Ja. Und am Ende kann auch nicht alles ein Küchenmesser sein. Genau, also das ist ja auch die Sache. Ihr müsst ja bedenken, ihr geht zum Ammunition und kauft ein Kampfmesser. Die Optik dieses Messers verändert sich ja nicht nur, weil ihr da was reinschreibt. Der Polizist hat ja trotzdem das gleiche Messer in der Hand. Außer ihr spielt im RP aus, dass ihr das irgendwo bei dem Schmied neu habt schmieden lassen. Dann sieht es aus wie ein Küchenmesser. Da muss man ein bisschen drauf achten, ne? Es wird wie jetzt auch einen Kleiderschrank geben. Dieses Kleiderthema, ne? Genau, das also ja, ich habe eben gesagt, wir beantworten Kleiderfragen im Stream, wo wir das Kleidungssystem zeigen. Alle komplett. Es ist jedes Mal das gleiche, ne? Und nein, sie gehen an die Kleidung ran. Ja, wir streichen alles weg. Ja. Aber ihr seht es ja auch im Inventar. Wir schauen ja bei den Dingen, die wir bringen. Und das könnt ihr auch fürs Kleidungssystem mitnehmen, dass wir keine Sachen von denen, die toll sind, irgendwann plötzlich nicht mehr haben. Also die guten Sachen behalten wir und das, was vielleicht aktuell nervt, das verbessern wir und bringen Dinge dazu. So könnt ihr das fürs Kleidungssystem dann auch sehen, ja? Da haben wir noch eine Schlüsselfrage. Ja. Die alten Schlüssel werden verschwinden. Du kannst also wie immer die Auswahl haben, außer es ändert sich da grob was, du musst Fires mir widersprechen, den Scheiß erzählt, aber du kannst entweder die Schlüssel wegschmeißen, zurückgeben oder sie werden automatisch verschwinden, wenn das Schloss gewechselt wird. Das ist dann einfach so, sonst wird da ein Boost an Schlüsseln entstehen, über die Länge gesehen, wo man nicht mehr mit klarkommt. Ja, man weiß ja auch gar nicht dann, ob es jetzt schon verkauft wurde, vielleicht hat man es irgendwo mal weitergegeben bekommen, dann, also müsste man ja mal aussortieren und das, also wegwerfen geht aktuell noch nicht, das muss ich mir dann, kannst du mir vielleicht dann nochmal aufschreiben. Mach ich dir. Aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal rein, das ist jetzt auch drin. Ich bin gerade schon am Kann ich dir auch gleich nämlich eine Sache zeigen und dir eine Sache geben. Dann können wir nämlich auch gleich mal zeigen. Scheiße. Habe ich gerade schon was geleakt mit meinem Char-Namen? Naja. Hast du einen zweiten Char drin gehabt, oder? Ja, mein zweiter Char heißt Racer Posies. Aber zu dem Thema des nächsten Streams kommen wir am Ende dieses Streams. Das hast du doch extra gemacht. Nee, habe ich wirklich nicht extra gemacht. Aber wollten wir nachher erwähnen, was nächste Woche kommt. Okay, du kannst dir mal das Item anschauen, was ich dir gerade gegeben habe. Ja. Erwerbserlaubtes Handfeuerwaffe. Einmal ausgestellt für Among Us. Gültig bis dann und dann. Erlaubt den Kauf einer Handfeuerwaffe im Ammunition Store in Verbindung mit einer Waffenlizenz. Genau, du kannst jetzt mal versuchen, eine Waffe zu kaufen. Es wird noch nicht gehen. Genau, jetzt ist hier Munition und eine Pistole. Musst ja die Pistole ziehen. Stupid. Du hast keine gültige Erwerbserlaubnis Handfeuerwaffe. Genau, weil ich habe dir jetzt meine gegeben, also nur um das. Genau, die ist ja ausgestellt auf Among Us. Mein Char heißt Kriddle Testi, du bist Among Us, ne? Genau. Also wir werden eben, vielleicht könnt ihr mal generell zu den Waffen sagen, inwiefern das dann möglich sein wird, eine legale Waffe. Ich gebe dir deine Erlaubnis wieder zurück. Ne? Also, ja. Waffentechnisch wird es folgendermaßen aussehen. Jeder Zivilist, beziehungsweise jeder Bürger, der sich einen Waffenschein holen kann, kann sich einmal im Monat eine Waffe holen beim Ammunition. Die ist dann auch gekennzeichnet. Die hat eine. Können wir gleich mal zeigen. Genau, kann ich ja auch zeigen zu der Seriennummer. Das war das, was ich eingangs meinte mit der Waffe, die ich im Rucksack habe. Hier ist eine verkratzte Seriennummer. Das ist vielleicht eher eine illegale Waffe. Und wenn jetzt in einem Ammunition eine gekauft wird, jetzt habe ich eine Erwerbserlaubnis für mich. Ich mache das auch mal eben gerade. Da sieht man jetzt eben ausgestellt für Kriddle Testi, das ist mein Char. Jetzt gehe ich hin, kaufe mir hier eine Waffe. Dann habe ich eine Waffe kaufen können im Ammunition als ganz normaler Zivilist. Und die hat jetzt eben die Seriennummer FEB5E138. Und ja. Willst du noch was zur Seriennummer sagen, Bürik? Ich möchte da gar nicht so viel Input geben. Ich möchte nur einfach sagen, ihr könnt mit dieser Waffe natürlich machen, was ihr wollt. Man muss bloß an die Konsequenzen denken, wenn diese Waffe irgendwann mal irgendwo wieder auftaucht. Howdy. Bei bestimmten Sachen. Genau, Munition kann ich auch kaufen. Thanks. Genau, zu der Frage, mit dem, ob man Waffen selber dann irgendwann später zerkratzen kann, das
Findet's weiß heraus. Ich weiß nicht, ob das balancing-technisch Sinn macht, weil es wird natürlich anderweitig für Crime-Spieler natürlich auch sehr gut möglich sein, an solche Waffen zu kommen, die dann entsprechend nicht nachverfolgbar sind. Weil sonst ist es auch sehr, weil sonst verkauft halt jeder Zivilist, der nichts zu tun hat, dann am Ende vielleicht seine Waffen. Und wenn die dann verkratzt die los werden, dann. Und so weiter, die Crimler werden brauchen auch keine Angst haben. Die können sich solche Waffen besorgen. Damit kann man ja auch Schindluder treiben. Bewusstes RP, wenn man so eine Waffe benutzt. Vor allem, wenn man eine in die Hand bekommt, die, wo man auch weiß, dass die jemand gehört. Und damit dann was machen. Wo man vielleicht auch Leuten was unterstellen möchte oder anhängen möchte. Ne? Vielleicht macht es auch Sinn, nur mal ein RP, das habt ihr bis dahin schon wieder vergessen, nur mal ein RP-Beispiel zu geben. Wenn man vielleicht einen Mord macht, macht es vielleicht Sinn, irgendwo einzubrechen, unentdeckt, dann und dem quasi eine Waffe irgendwo hinzulegen nach dem Einbruch, mit der vielleicht irgendwas gemacht wurde, um denen dann was anzuhängen oder so. So Sachen können dadurch eben... Vielleicht zum Beispiel. Genau, sowas kann dann eben daraus entstehen. Die Crimler werden aber mehr Möglichkeiten als jetzt bekommen, an Waffen zu bekommen, an Waffen zu kommen. Da brauchen die keine Angst haben, die brauchen keine Lizenz und die müssen nicht zum PDG-Verleger Blödsinn. Wir werden die Waffentaktung, wir haben es getestet, nochmal ein bisschen anziehen, also hochschrauben, weil es gut funktioniert hat. Auch mit den Spielern, die auf dem Server waren. Und wir haben nur positives Feedback dadurch gehabt. Genau, wie ist das, wenn jemand eine registrierte Pistole jemanden klaut? Naja, dann solltest du, wenn du ein Zivilist bist, der einfach nur eine Waffe hat, um sich zu schützen und deine registrierte Waffe geklaut wurde, musstest du zur Polizei gehen und sagen, ey, Leute, meine Waffe wurde geklaut und das eben melden. Und dann kann es natürlich sein, dass auch was mit der Waffe passiert, wenn jemand, der die geklaut hat, was damit macht. Also, die ist dann halt geklaut. Es wird dann auf jeden Fall so eine PDRP-Sache sein. Ist natürlich auch, wenn du dann 10-mal deine Waffe immer wieder eine neue nimmst, die wird die immer wieder gestohlen, sagt irgendwann das PD wahrscheinlich auch, du bekommst jetzt keine Waffe mehr. Also irgendwas machst du da falsch. Die wird dir immer geklaut. Scheinbar gehst du nicht richtig damit um oder sowas. Weil man natürlich auch sonst das vielleicht dann sonst weiterverkauft. Aber das wird dann alles im RP wahrscheinlich geregelt. Genau, und das ist und halt auch eben... ob es dieses ein Monat ist oder ob man einfach sagt, man hat die Waffe eine bestimmte Zeit lang einfach... weil ich meine, wenn ich jetzt als Zivilist eine Waffe habe, habe ich eine, brauche ich ja keine zweite. Ich brauche halt vielleicht Munition dann irgendwann später wieder. Ich glaube, wir sollten das Wort Kleidung wirklich auf die Blacklist setzen. So, ne? Ja, ich habe es eben gesagt, dass wir zur Kleidung etwas in dem Stream sagen, wenn wir die Kleidung zeigen und das wird dann einige Wochen sein. Benny, Blacklist ist Wort Kleidung einfach. Es geht um das Thema bei den Fragen, über das wir gerade sprechen. So, zur Waffe zurück. Zur Waffe zurück, da wollte ich gerade noch etwas sagen. Die Munition, da hat sich auch einiges geändert. Ich nehme jetzt mal die Waffe in die Hand, ich ziehe die mir dafür auf die 1. Jetzt seht ihr ja, ich kann nicht schießen, weil ich oben rechts seht ihr 0 Munition habe. Jetzt mache ich mal ein Munitionspaket auf, habe hier 50 Kugeln. Jetzt kann ich die benutzen. Dann habe ich eine Kugel in meine Waffe reingeladen. Ich kann auch die Munition auf die Waffe ziehen. Kann ich das? Genau, dann habe ich alle 50. Empfohlen, wenn du das benutzt, weil genau, dann habe ich alle 50 halt drin. Muss natürlich das Magazin noch GTA-mäßig hier laden und habe die dann drin. Wenn ich jetzt, und das ist neu und das wurde sich von ganz, ganz vielen Leuten gewünscht, ich schieße jetzt zweimal. Jetzt gehe ich hier rein, habe eine Waffe mit 48, kann die Munition entladen und habe 48 Schuss. Waffe ist leer, kann wieder vollladen. Habe in der Waffe 48, kann noch zweimal schießen. 46 entladen, habt ihr 46 Schuss. Das wollten ganz viele haben. Und hier sieht man es jetzt auch mit den Dings. Wenn ich jetzt jemandem mal eben kurz 20 Schuss geben will, kann ich das easy machen. Ich gebe dir auch mal kurz was. Ja. Und zwar, jetzt hast du nicht genug Platz. Aber das kannst du jetzt einfach mal aufsetzen. Ich pack mal ganz kurz was in meinen Rucksack. Jetzt habe ich mehr Platz. Und den Schalldämpfer könntest du auch mal aufsetzen. Genau. Warte mal. Achso, nee, das kann ich nicht draufziehen, das muss ich benutzen, ne? Das musst du benutzen, ja. Schalldämpfer auch benutzen. Und jetzt sehe ich es, wenn ich drüber habe bei der Waffe, aufsetze, taktisches Licht und Schalldämpfer und genau. Achso, ich hatte sie schon draußen. Jetzt ist es halt eben drauf. Achso, vielleicht sollte ich sie auch laden. Ich kann auch die Munition, glaube ich, auf 4 setzen, dann lade ich halt einzelne Kugeln nach. Mit den Hotkeys so oft wie 4 drücke, also ich drücke 4. Wenn man möchte, also, kann man es eben tun. Ich drücke mal 3, dann esse ich ein Stück Pizza. 4, dann lade ich wieder nach. 1,
packe ich meine Waffe weg. Eins, ich hole sie wieder raus. Und jetzt habe ich halt eine Waffe also mit Attachments. Also das Draufziehen macht auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn. Kannst auch deine Aufsätze dann jetzt wieder wegmachen, genauso wie man die Munition entladen kann. Genau. Und jetzt kann ich eben auch die Aufsätze entfernen, ne? Genau. Kurz die Antwort zu der PD-Frage. Die PD-Fraktionswaffen sind natürlich immer noch gesperrt und werden auch gesperrt bleiben. Cops müssen nicht abgefarmt werden für Waffen. Genau, also das wollte ich eben erzählen. Man hat ja mal so ein bisschen Sorge, dass alle Zivis jetzt mit Waffen rumlaufen bei sowas. Ich denke nicht, dass das passieren wird, weil natürlich hast du als Zivilist, der sich eine Waffe kauft, die ja wahrscheinlich auch nicht jetzt spottbillig sein wird, die Gefahr, wenn du damit offen im Stadtpark rumläufst, dass halt irgendeine Gang kommt und dir eine Waffe abzieht, weil die natürlich Bock drauf haben, dass die eine Waffe haben von dem Zivi mit einer Seriennummer, die auf irgendjemand anders zugelassen ist. Deswegen sollte man sich als Zivi auch zweimal überlegen, ob man jetzt mit einer Waffe rumlaufen möchte oder nicht, weil natürlich auch Zivilisten, die Waffen haben, zu überfallen, eine Sache ist, die sinnvoll ist für eine Crime-Gruppe, als Quelle Waffen zu bekommen. Neben den anderen Dingen, wie sie halt illegal an Waffen kommen, etc., ne, Schwarzmärkte, etc. Genau. Und das Ganze natürlich jetzt auch wieder in dem Stil, ihr kennt das ja schon vom Live-Server, das Menü war ja das erste, was geändert wurde, das ist jetzt alles halt in dem Stil eben angepasst, ne. Ja. Wollen wir dann, oder haben wir noch was zu dem Thema? Sonst würde ich sagen, switchen wir rüber. Ihr könnt rüber switchen. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich glaube, wir haben eigentlich so die größten Sachen. Ich meine, da war jetzt noch eine Frage mit dem Nachladen. Also was Grit jetzt gezeigt hat, das einzelne Nachladen von einzelnen Kugeln, das wird halt kein Mensch machen, denke ich mal. Das macht halt wenig Sinn. Das wird auch die ganze Zeit dann immer angezeigt. Zieh einfach die ganze Munition auf die Waffe. Man kann halt einfach auch unendlich viel Munition in die Waffe reinladen. Das nimmt natürlich genauso viel Platz da weg. Genau. Und also, die Nachladmechanik ist dann einfach die von GTA, also man muss trotzdem nachladen. Ja. Also deswegen ist es ja trotzdem weiter im Inventar, auch wenn man es quasi in der Waffe hat, muss man ja trotzdem GTA-technisch dann nachladen, als hätte man seine Hose oder so. Genau, also wenn ich jetzt schieße in der Waffe in GTA, sind ja so gesehen rechts die Kugeln im Magazin. Und wenn ich jetzt 4 drücke im Inventar, dann kommt das da oben rechts in der Anzeige die linke rein, also die zur Verfügung zum Nachladen steht. Ich muss trotzdem noch mit R das Magazin nachladen. Das sind nur die Kugeln, die quasi zu den Verfügbaren hier rübergehen aus dem Inventar dann zu der Pistole. Es geht nicht in die aktiven Schüsse so gehen rein, dass ich unendlich schießen kann, wenn ich jetzt 4 spammen würde, wenn es da auf dem Hotkey ist. Genau. Das ist, glaube ich, wo die Frage drauf hinaus zählte. Ja. Vanguard, ja, kann man. Also genau das ist auch gewollt und das ist auch geplant, dass ihr untereinander euch während der Schießerei die Kugeln zuschmeißen könnt, wenn ihr wollt. Genau. Grundsätzlich übrigens nochmal zum Stream. VOD wird auf YouTube hochgeladen im Laufe des Wochenendes. Das nehmen wir auf diesmal. Ich war nicht so blöd, es diesmal zu vergessen, dass ich neu aufnehmen muss. Wie Aufnahme läuft, ich kann es hochladen. Ja, ihr könnt es alles nochmal später angucken. So, jetzt vielleicht zur nächsten Sache. Das Inventar haben wir jetzt ausgiebig gezeigt, glaube ich. Und wenn da noch Fragen sind, dann können wir, oder Nachbesserungen sind, dann können wir das auch im nächsten Stream noch zeigen. Jetzt, ja, Birik, willst du mir ein Item geben? Ja, warte, ich muss es aus meinem Mantel ziehen. Geh mal rüber zu dir. Achso, ist ja gar nicht mehr auf. Ich komme selber noch da drauf. Du hast I gedrückt, ne? Ja, immer schön I drücken. Fun Fact dazu, ich habe Fires geschrieben, warum das Inventar nicht geht auf dem Testserver. Er hat mir geantwortet, hast du Tab gedrückt? Ich habe gesagt, nein. Ich war dumm. So, ich habe ein Item bekommen. Ich habe ein Funkgerät bekommen. Das kann ich jetzt benutzen. Ja. Jetzt habe ich ein Funkgerät angelegt. Das Ganze findet sich jetzt in F2 wieder als Funkgerät. Und da kann ich jetzt unbekannter Funk. Birk, willst du da was zu sagen? Genau, also das wird das Item sein, um Gruppen mit Funk auszurüsten. Dieses Item, wir werden es gleich sehen, kannst du einfach im Inventar lassen, beziehungsweise ist ja eh aktiviert. Das wird im Moment ist es eine Stunde, nicht mehr gehen. Das heißt, es hat eine begrenzte Laufzeit und das wird auch nicht einfach so überall gegeben, zu geben haben werden sein, wie auch immer. Also es wird es nicht einfach so freigeben, sondern das wird für gute Events rausgegeben. Das heißt, nicht jede Gang wird jetzt mit dem Funkgerät rumlaufen und schreien liegt, sondern wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich möchte die Bank überfallen und wir müssen dazu jemanden haben, der observiert, wird es möglich sein, nicht am Handy die ganze Zeit zu hocken und Telefonkette zu machen, sondern ihr könnt dann funken für die Stunde und dann ist gut.
Es wird eine Möglichkeit geben, diesen Funk zu stören, als auch diesen Funk abzuhören. Es wird aber auch eine Möglichkeit geben, das DMPD-Funk abzuhören, als auch zu stören. Genau. Gibst du mir mal das nächste Item dann? Noch ein Item? Ja. Ich muss gucken, wie es heißt. Ich kann es uns auch nachgucken, Miss Spawn, das wäre jetzt kein Problem. Ja, mach ich dachte, mal du hättest es vorbereitet, okay. Nee, oder? Ach, vorbereitet. Als ob wir hier was vorbereiten. Ich wusste nicht, dass wir so weit gehen. Ja, ich dachte, wir zeigen alles. Ja, dann zeigen wir es mal. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie das heißt. Ja. Können wir mal gucken. Funkantenne. Funkantenne, ja, warte mal. Item geben, Funkantenne. Soll ich sonst immer eine Flash GTs mehr geben? So, Funkantenne. Die kann ich jetzt platzieren. Das sollte man vielleicht nicht so auf offener Straße machen, sondern sich einen guten Punkt dafür suchen. Aber so sieht es schon ganz gut aus jetzt. Ich werde ganz kurz den Chat aufmachen, jetzt sehe ich wieder was. So, und hier ist jetzt die Funkantenne. Und ja, Börek, willst du dazu was erzählen? Das ist genau das Item, um Funk abzuhören. Hat auch nur begrenzte Laufzeit. Läuft genauso praktisch. Es ist im Moment nur PD drin. Wir sind noch am Emulieren, weil gerade die Frage kam, emulieren, ob man noch andere Funks abhören können sollte. Wahrscheinlich ja. Ja. Also es spricht eigentlich nichts dagegen. Soweit sind wir noch nicht in der Diskussion. Wir haben erstmal geguckt, dass wir das Grundfeature zum Laufen bekommen, dass wir auch Querfunken schnell machen können. Das Wichtige ist halt, wenn die Polizei das findet, seid ihr halt am Arsch. Genau, also ihr müsst in der Nähe des Dinges sein und ihr hört auch den Funk nur im Umkreis dieser Geschichte, ne? Richtig. Ja. Also man kann jetzt nicht damit, also ihr könnt nicht mit im Auto sitzen und denken, cool, yo, ich fahre jetzt die ganze Zeit rum und höre den PD-Funk mit, weil es gerade Spaß macht. Sondern das sollte halt überlegt eingesetzt werden. Auch wieder Item, das wird wieder einzeln vergeben oder steigerbar sein und nicht in Massen rumfliegen auf dem Server. Genau. Und vielleicht sinnvoll für sowas wie einen Banküberfall, wenn du in der Bank den Funk der Polizisten drumherum mitkriegen willst, dass Geist du in der Bank das eben aufbaust. Oder wenn du ganz clever bist, stellst du das, wenn du eine Geiselnahme machst, aufs Dach vom PD, um die Leitstelle abzuhören oder so. Wenn du sneaky bist oder dich auf die Toilette eingesperrt hast da und das PD das nicht mitkriegt. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man da drumherum spielen kann mit eben, ne? Genau. Nein, das Ding hat keinen Lautsprecher und nicht jeder im Umkreis hört den Funk, sondern du hörst mit deinem Funkgerät so gesehen den Funk, also mit dem Funkgerät, was du bei dir hast. Das ist quasi der Hintergrund. Das hören dann natürlich auch die Spieler, die um dich rumstehen, genau wie bei PD-Spielern oder so. Aber das Gerät ist quasi nur damit da, damit du mit deinem Spieler und deinem Funkgerät überhaupt das Ganze empfangen kannst. Genau, dazu noch die Spycams, nochmal ganz kurz, um die in Erinnerung zu rufen, weil die haben in einem der ersten Streams gezeigt. Da gibt es ganz, ganz viele Tools, denen man sich bedienen kann jetzt für sein RP, ne? Die Reichweite ist der komplette Polizeifunk, weil wenn ihr es einmal gestellt habt, dann habt ihr den Polizeifunk über die bestimmte Zeit. Ja. Nein, man kann nicht im PD-Funk mitfunken. Genau, es ist abhörend, ne? Genau, so, unbekannter Funk ist jetzt eben der Funkkanal, den ich aktuell für meine Crime-Gruppe so nutze, wo wir miteinander funken können. Und das läuft halt eben, dieses Funkgerät generell, eine Zeit nur, dann ist der Akku leer und den kann man auch nicht austauschen oder so, dann braucht man ein neues. Einfach damit da eine Begrenzung ist und nicht jeder mit Funk rumläuft, weil das halt eben nur für spezielle Sachen sein soll und auch für Crime dann eine Belohnung sein soll, dass man sowas mal hat für eine Aktion, wenn man irgendwas getan hat. Guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel der Akku der Antenne auch leer, die funktioniert jetzt auch schon nicht mehr. Und genauso kann der Akku von meinem Funkgerät an sich auch leer sein. Ja. Das sind nur genau, das habe ich beantwortet. Das ist die, wenn du im Tag der Hilfshof stehen willst und den PD-Funk da abhören willst, dann kannst du das da machen. Der PD-Funk geht bei uns inselweit. Also du hörst nicht immer nur Einsatz teilweise. Wir gucken gerade noch, ob wir das ist noch eine Überlegung, die offen ist und ob wir das gemanagt bekommen, dass eventuell nur in bestimmten Zonen der Funk schlechter oder besser wird. Das liegt aber an diesen Funkantennen, GTA-Programmierung. Da sind wir uns alle nicht ganz so sicher, ob wir das schön hinbekommen und nicht ein einziger Abfuck wird. Ja. Ja, also ich glaube, als wir mal diesen Funk reingemacht haben, war es mal schlimmer mit dem. Dann haben wir das alles sehr hoch gestellt, damit man wirklich überall relativ guten Empfang hat. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen runterstellen, aber es ist auch wirklich sehr schwierig,
dazu zu hören. Wenn nee, man schlechten Empfang hat. Also, danke, Triggerfass. Ominator, weil ich gerade schon die Frage gesagt habe. Das ist die gewollte Größe, weil ihr sollt nicht ein Mini-Teil haben. Die Polizei soll auch damit zu tun haben und es auch sehen können. Ihr müsst euch ja nicht an die Straße stellen damit. Aber es soll die Möglichkeit auch fürs PD geben, das ordentlich zu sehen. Und man weiß selber, wenn man mal rumfährt und so weiter, wird es eh schwierig, irgendwas Kleines zu sehen. Ja, und ich denke mal auch der Hintergrund, also ist ja auch in Deutschland zumindest in den meisten Teilen so, dass das ja alles verschlüsselt läuft. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das auch ein bisschen Technik drin ist und das erstmal verschlüsselt und dann natürlich an die eigenen Funkgeräte relayt. Sonst könnte man ja alles selber mit dem eigenen Funkgerät auch schon abhören. Es wird noch... Es wird eine Möglichkeit geben für das PD, das mitzubekommen, wenn der Funk abgehört wird. Werde ich aber jetzt nicht droppen, wie das vorgestellt ist, weil sonst wird nämlich instant der Funkkanal gewechselt vom PD, wir kennen das, und dann ist alles wieder für den Arsch. Da wird gar nichts erraten. Genau. Da war noch irgendeine Frage. Die Akkus abbauen. Mach abbauen erst. Genau. Kannst du was dazu sagen, wie man das abbauen kann, ja, was da steht? Ich meine, man kann es zerstören. Geh mal hin. Das PD kann das zerstören, genau. Und du kannst es aufheben. Ne, ich selbst kann es gerade nicht aufheben. Dann verschwindet es einfach. Ja, irgendwas war da. Doch, ich kann es aufheben. Weil du Officer im Dienst bist. Ach, weil ich Officer im Dienst bin, kann ich es aufheben. Genau. Ja. Aber eigentlich müsste der es passiert hat, es auch aufheben können. Genau. Aber da keine Sorge, das schauen wir uns an. Gute Rückfrage, ja. Nee, muss man ja gucken. Ja. Genau, Birgit, du wolltest gerade was beantworten? Die Akkus oder diese Funkgeräte, das sind einmal Funkgeräte, die werden nicht aufladbar sein. Wenn der Akku leer ist, ist das Ding zum Wegschmeißen bzw. verschwindet. Und dann kann man sich bei einer neuen Situation eventuell neue besorgen. Ja. Wir wollen nicht den Gangfunk haben. Das ist ganz wichtig zu sagen, wir wollen keine Gangs nicht durch die Stadt rennen und schreien, ja, aufs Dach und liegt und das durch den Funk dann auch noch geht. Wollen wir nicht. Wir wollen aber RP-starken Gruppen die Möglichkeit geben, trotzdem Funk zu benutzen und nicht eine Telefonkette bilden zu müssen über 12 Leute, und das sieht dann auch nicht schön aus. Genau, und dann vielleicht noch die Sache, was eben gefragt wurde, die Shortcuts 1 bis 5, das sind die Nummerntasten über WASD, es ist nicht der Num-Block. Das wird mit Animationen genau. Nicht kollidieren. Dann, wenn du schon eine Sache vom Inter ausgegriffen, ich hatte noch vorhin eine ganz andere Frage, ein bisschen länger her, ich würde eigentlich da ein bisschen warten. Da wird gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, Magazine zu machen für Pistolen und so weiter. Also da habe ich mich eigentlich gegen entschieden, weil die Pistolen in GTA haben immer andere Magazingrößen. Die eine hat irgendwie 8, die andere 11, 12, was auch immer. Es ist irgendwie kreuz und quer, deswegen einfach alles mit der Munition und das, was muss man vielleicht nochmal, vielleicht gab es da ein bisschen Verwirrung, das, was Gretel gemacht hatte mit den Benutzen der Munition, so macht man es wahrscheinlich nicht. Man nimmt wahrscheinlich einfach 30 oder 100 Kugeln und zieht es auf die Waffe und hat dann erstmal 100 Munition, die man ständig dann über GTA nachladen kann. Und so wird es dann funktionieren. Also die Magazine sind halt einfach dann das, was man auf die Waffe zieht. Ja, und ich habe jetzt gerade zwei Waffen. Ich kann auch hier meine Waffen hin und her wechseln. Ne? Also jetzt habe ich Waffe 1, die packe ich jetzt weg. Genau, das haben wir zum Beispiel nämlich auch gar nicht gesagt, weil das war auch immer beim alten System. Es ging halt einfach nicht. Ich konnte nicht zwei Pistolen haben. Die eine golden und die andere irgendwas anderes. Ich musste mich immer entscheiden. Ich musste mich auch entscheiden, ob ich einen Hammer dabei habe oder einen Baseballschläger. Und wenn nicht, dann muss ich erstmal ins Inventar und das abrüsten und so weiter. Und das geht jetzt einfach. Auch Taschenlampe zum Beispiel. Ja. Muss ich mich jetzt nicht mehr wirklich entscheiden, sondern kann ich halt alles benutzen, wenn ich es gerade brauche. Ja, hier bei Messern kann ich zum Beispiel auch hin und her switchen dann einfach, ne? Ja. Dann sind wir damit, denke ich, am Ende. Also es kommen bestimmt immer noch kleine Fragen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir soweit durch. Aber wenn ihr Vorschläge habt, jetzt nicht nur hierzu, sondern generell Vorschläge, nutzt den Discord. Wir sind, wie gesagt, aktiv daran zu entwickeln. Ihr seht ja auch, wie groß das Ausmaß ist, wenn man sich das Inventar jetzt anguckt, die Kleidung und so. Und ich kann vielleicht schon eine Sache ankündigen. Wir werden den nächsten Stream, gerade jetzt auch, weil der Server aus ist und wir euch auch ein bisschen was zeigen wollen, einfach, da bin ich ganz ehrlich, dass wir eben auch was machen und aktiv am Start sind, werden wir den nächsten Stream, wo wir euch Sachen zeigen, schon nächste Woche machen. Ich weiß noch nicht, welchen Tag, ich denke Samstag oder Sonntag, und was wir wahrscheinlich noch unter Vorbehalt, weil es gerade noch in der Mache ist, aber auf der finalen Phase ist, was wir wahrscheinlich zeigen werden, ist auf jeden Fall das System fürs illegale Street Racing.
Das ist nämlich ein sehr komplexes, großes System. Und ich denke mal, dass wir das entweder nächste Woche am Samstag, den 11. oder am Sonntag, den 12. zeigen werden. Genau. Und was dann noch ansteht in den darauf folgenden Wochen, ob es dann die danach ist oder die darauf, also dann darauf die übernächste, ist Kleidungssystem und so. Das kommt jetzt alles nach und nach. Und auch wieder andere neue Dinge. Ja. Willst du mal kurz noch meine Nummer anrufen, damit die Leute zum Abschluss rätseln können, was beim Handy sich vielleicht ändert? Sag mir mal deine Nummer. 443. Kann ich davor kurz eine Frage beantworten, während ihr euch die Nummer da vielleicht... Ich schicke sie dir. Weil die Frage kam, das hatte Birk leider falsch gesagt, mit Bild hoch, rund, runter. Hat Birk wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Es ist derzeit, da müssen wir noch Tasten suchen und gucken, wie wir es machen. Derzeit haben wir ja umgestellt, dass Bild hoch und runter, Sprachreichweite hoch, runter ist. Ach ja, shit. Du hast recht. Wir werden da sicherlich eine Tastenkombination für finden, auch wieder fürs schnelle Anruf annehmen und ablehnen und so weiter. Steht nur noch nicht fest. Wenn man eine SMS schreibt und dann den Hotkey benutzt im Text, also die 1, 2, 3, 4 oder 5, das ist disabled, dann keine Sorge, da zählt ihr dann keine Waffen. Genau. So, und jetzt zum Abschluss würde ich mal Birk anrufen. Genau. Und also, Birk, du musst mal rangehen. Ja, gehe ich. Genau. Und da lege ich auch wieder auf. Alles andere zeigen wir dann im nächsten Stream. Du musst draufdrücken, Bild runter geht nicht mehr. Achso, ja, stimmt. Habe ich vergessen. Ja, ich auch. Gut, dann würde ich Schluss machen an der Stelle. Wie gesagt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja, habt eine schöne Zeit, auch ohne dass der Server läuft. Und ja, wir sind fleißig dran. Wir zeigen euch fleißig Neues. Wir schauen auch fleißig in den Discord aufs Feedback, was da noch so kommt. Natürlich muss man jetzt dann denken, wenn da jetzt ein Vorschlag kommt von wegen, wie wäre es denn im Inventar, wenn wir das neu machen, waren wir jetzt natürlich schon dran. Also einige Themen haben wir eben schon durch und bearbeitet, da kann man auch nicht mehr viel dran ändern, aber das Feedback kam ja in den letzten Monaten auch schon rein. Genau, und seid aktiv wir sind gespannt, wenn es dann bald losgeht, oder bald war jetzt ein bisschen zu viel gesagt, wenn es dann irgendwann losgeht, danke fürs Dabeisein und schönes Wochenende euch. Tschüssi. Ciao.